Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil schnelle kurze Nail Art nach Vorlage, ebenfalls wieder aus der Gruppe die Gelmalerei für klein. Link findet ihr unten in der Infobox. Heute geht es um etwas Kniffliges, also was heißt, im Grunde genommen ist es nicht ganz so knifflig, aber man muss aufpassen, was man für Materialien verwendet. Als erstes bereitet ihr euch den Nagel vor, sprich ihr entfernt den Nagel nicht entfernen, sondern die Nagelhaut, schiebt die Nagelhaut zurück und so weiter und so fort. Ihr macht eure komplette Naturnagelvorbereitung bis hin zum Grundiergel. Wenn das Grundiergel aufgetragen ist, kommt ein Make-up-Gel zum Einsatz. Wir wollen hier einen leichten Effekt erzielen, also das soll kein hochrosanes Make-up-Gel sein. Ich habe mich jetzt für ein Cover Light Natur Glimmer entschieden. Das trage ich mir zwar deckend auf, das schaut so aus, aber nicht so, dass, naja, also es soll natürlich aussehen. Ja. Deshalb trage ich mir das in zwei dünnen Schichten auf. Bedecke damit den ganzen Nagel. So, da kommt dann noch eine zweite dünne Schicht drauf. Das zeige ich euch nicht, sondern zeige euch erst dann, wenn wir weitermachen, die Farben. So schaut der Tipp jetzt aus und im nächsten Schritt mattiere ich mir den an. Das heißt, Schwitzschicht abnehmen und mittels Buffer anmattieren. Achtet darauf, dass alle Stellen anmattiert sind, denn nun geht's weiter. Wir brauchen ein schwarzes und ein schönes gelbes Gel, dann einen etwas dünneren Pinsel. Ich nehme diesen hier und lade mir meinen Pinsel. So. Und fange oben an, das heißt, ich drehe mir jetzt den Tipp und ziehe mir von der einen Ecke nach unten so eine halbe French, also eine schräge French. Die darf ruhig ein bisschen weiter nach unten gehen. Das Ganze wird jetzt mit Farbe befüllt. Wenn ihr, wie ich, hier einen Patzer habt, keine Sorge, nehmt euch einen flachen Pinsel, tränkt ihn mit etwas Cleaner, aber wirklich war nur etwas, weil sonst verschwimmt euch die andere Farbe. Ich habe mir hier eine Zellette gemacht. Und fahre jetzt hier am Rand lang und entferne sozusagen den Rest. Jetzt nehmt ihr euren Pinsel wieder. Ihr habt ihn in der Zwischenzeit schön sauber gemacht. Nehmt euer Gelb und jetzt ziehen wir uns im unteren Bereich genau entgegengesetzt die gleiche Linie.
füllt das Ganze wieder aus. Und härtet das Ganze aus. Wenn das Ganze ausgehärtet ist, wird nur noch matt versiegelt. Das mache ich jetzt. Ich nehme mir aber vorher die Schwitzschicht ab, mattiere mir das an, denn bei meinem Versiegler ist das die beste Methode, um einen schönen matten Effekt zu erzielen. Und hier seht ihr das erste Endergebnis. Wir machen aber auch gleich weiter mit Tipp 2. Beim nächsten Tipp verfahrt ihr wie folgt. Wir grundieren uns den Tipp und machen dann entweder Farbe oder Aufbau. Als Farbe benutze ich diesmal ein roséfarbenes Gel. Das zeige ich euch aber gleich. Ich mache hier keinen Aufbau, sondern trage mir die Farbe direkt über das Grundiergel auf. Als Farbgel benutze ich von Julia Nails dieses Farbgel hier. Das ist die Nummer 517. Das ist ein schönes, ich sag mal, Mädchenrosa. Und das trage ich mir als Fullcover auf. Zwei dünne Schichten und ihr habt ein schönes deckendes Ergebnis. Ich habe mir die Schwitzschicht abgenommen und als nächstes mattiere ich mir meine Oberfläche leicht an. Es sind aber nur meine Erfahrungswerte, die ich euch hier mitteile. Denn jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, weil er auch andere Produkte hat. Mit meinem Painting Gel, was ich von Milano Nails benutze, komme ich so mit dieser Weise am besten klar. Und da sind wir auch schon dabei, ein schwarzes Painting Gel und einen Striper oder Schlepperpinsel. Ich benutze den hier. Lade mir nur die Spitze und ziehe mir von der Ecke mit Druck aufsetzen und dann leichten Bogen nach oben ziehend so eine Linie. Mehr nicht. Vielleicht noch ein bisschen korrigieren, wenn es nicht ganz am Abschluss ist. Unten ein bisschen, aber wirklich wahr, nicht sonst korrigieren, weil meistens wird es dann Moiks. Das lasse ich jetzt kurz an bzw. aushärten und dann machen wir weiter. Weiter geht's auch schon, da mein Painting Gel ausblutet, also mit Schwitzschicht aushärtet, nehme ich hier die Schwitzschicht ab, mattiere mir das nur ganz leicht an. So, das reicht schon. Ich will ja mir nicht die Farbe wieder runternehmen. Die entstandene Staubschicht abbürsteln. Und jetzt könnt ihr auch schon versiegeln mit einem Glanzversiegler. Und in die Glanzversiegelung werden noch drei Steinchen eingelegt. Kleinere, keine so großen Klopfer. Und die setzen wir ganz einfach mittig ab. Das Ganze lassen wir dann aushärten und ich zeige euch dann auch schon das Endergebnis.
Und so schaut Tipp Nummer 2 aus, wenn es fertig ist. Bild hängt wie immer dran. Und weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Der dritte und letzte Tipp in diesem Video wird ganz normal vorbereitet, grundiert, Grundier geht drauf, je nachdem Aufbau ober über der Farbe oder Farbe über dem Aufbau, das bleibt euch überlassen. Ich benutze hier ein rotes Gel mit leicht, also hier im Deckel sieht man es, das muss ich nämlich aufrühren mit leichtem goldenem Glitzer. Das ist von Graf Design und zwar ist das Bordeaux Gold. Das rühre ich mir jetzt auf. So kommen nämlich die schönen Glitzerpartikel gut zur Geltung. Bekommen habe ich dieses Gel mal von der lieben Sandra Labella Nails. Link unten in der Infobox. Und jetzt machen wir ein Fullcover mit diesem Rot. Ihr seht, das glitzert sehr schön und das lassen wir jetzt aushärten. Im besten Falle seid ihr jetzt so weit wie ich. Ich habe mir mein Farbgel als Fullcover aufgetragen, habe einen Aufbau gemacht, den bearbeitet und anmattiert. Jetzt braucht ihr ein weißes Painting-Gel und am besten einen Striper-Pinsel. Wenn ich meinen finde, könnten wir auch mal loslegen. Ach, da ist er. Da. Das ist jener welcher hier. Den lade ich mir jetzt mit meinem Painting Gel. Ist ja jetzt noch eine Menge drauf. Ich streife ihn mir an meiner Mischpalette ab, so dass ich nur noch gleichmäßig Gel drauf habe und ziehe mir die erste Linie von oben nach unten, oben mittig, unten etwas weiter nach links. So, das Ganze ist ja nur noch nicht durchgängig. Da ich mir ja Farbe abgestriffen habe, kann ich mir die jetzt aufnehmen und leicht meine Linie nachzeichnen. So schaut's aus. Das Geschnaufe im Hintergrund ist mein Gatte, der sucht nämlich gerade seine Gewerbeanmeldung, dass er das Haus verlassen darf. So, jetzt machen wir aber weiter. Wir ziehen jetzt von links mittig fast nach rechts unten einen Halbkreis. Ebenfalls dünn. Meine sind jetzt nicht ganz so dünn, macht aber auch nichts. Kann man ja korrigieren, wenn man möchte. Ich korrigiere mir das, indem ich mir auf eine Zelette etwas cleaner mache. Einen dünnen Pinsel. Und das Ganze ausdünne. Natürlich ziehen wir uns dann nicht von der anderen Linie was mit rum. So. Und bevor ich jetzt viel kaputt mache, lasse ich das Ganze mal anhärten. Und weiter geht's auch schon, denn es sollen noch ein paar Schnörkelblümchen gemacht werden. Ich habe mir hier meinen Pinsel, den habe ich mir extrem ausgedünnt, habe mein Painting weiß und nehme mir wirklich nur eine kleine Kugel weiß auf und setze mir hier, wo sich die beiden Linien kreuzen, schon mal den ersten Schnörkel ab.
der zweite. Und dann sind hier nur noch so kleinere zwischendrin. Aha. Und dann kommen noch ein paar dünne Pünktchen. Und das Ganze ist fertig. Das wird jetzt ausgehärtet. Dann kommt Versiegler drauf. In den Versiegler legen wir uns noch ein Steinchen ein. Wie ihr wisst, mein Weiß blutet aus. Ich habe mir jetzt die Schwitzschicht abgenommen und mattiere mir das ganz kurz an, damit mein Versiegler dann auch schön haftet. Das reicht schon. Staub gründlichst entfernen. Dabei sollte man den Farbtiegel nicht öffnen. Und jetzt kommt schon der Versiegler zum Einsatz. Ja. Und in den Versiegler lege ich mir jetzt noch ein Steinchen. Ich nehme dazu eins aus dem Rondell hier. Dann setze ich mir noch ein bisschen extra Versiegler ab. Sofern noch was da ist. Da. Furzel mir ein Steinchen raus und setze es in die Mitte. So, das Ganze kann jetzt schon ausgehärtet werden und dann zeige ich euch auch schon das Endergebnis. Und das ist das Endergebnis. Ich zeige euch dann natürlich alle drei zusammen. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.